Hallo ihr Lieben, bei mir kam gerade noch mal ein Päckchen wie letzte Woche von der Dinkelbäckerei Dümmig an, weil meine Mama hat heute Geburtstag und wir wollten eine ganz große Feier machen, haben die jetzt aber doch auf morgen verschoben. Aber der Kuchen und das hält sich ja alles auch bis morgen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Unboxing heute hochlade oder morgen. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, ob da die Sachen drin sind, die ich bestellt habe, weil es ist meistens immer noch mal eine Überraschung mit bei. Und ja, ich freue mich jetzt. So, es ist wieder mal gut verpackt. Flyer sind auch wieder mit dabei. Die werde ich auf jeden Fall morgen auch wieder mit auslegen. Ich habe die aber vom letzten Mal auch aufbewahrt natürlich, damit alle wissen, von wo die Backwaren sind. Einmal eine kleine Brotübersicht. Eine kleine Seelenübersicht. Es gibt aber auch limitierte Seelen im Online-Shop wie Sommerseele, Herbstseele. Die sind dann nochmal spezieller. Dann gibt es auch ganz viele Semmeln. Noch mehr Semmeln, Laugengebäck, Hefegebäck. Allergene sind auch immer mit ausgeschildert. Ihr findet, wie gesagt, im Online-Shop auch immer die Zutaten und teilweise auch die Nährwerte. Nussgebäcke, Marzipan- und Vanillegebäcke. Mohn- und Schokoleckereien, aber auch eine Menge fruchtige Backwaren sowie eine Menge Plundergebäckstücke, Teilchen mit Erdbeer-Rhabarber oder auch Vanille, aber auch Croissants, Krapfen. Zu Karneval gibt es eine riesen Krapfenauswahl, Gewürzschnitten. Es gibt die Bäckerei tatsächlich schon seit 1930. Und das an drei verschiedenen Standorten. Leider nicht bei mir, aber dafür haben sie ja den Online-Shop. Sagt, die Backwaren, die halten sich im Tiefkühlfach immer noch mal 2 Monate. Und wenn man sie jetzt nicht ins Tiefkühlfach tut, dann mindestens noch 4 weitere Tage.